Sehr geehrte Frau Statthalterin, geschätzte Ratskolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Regierungspräsident, verehrte Damen und Herren Regierungsrätinnen und Regierungsräte, sehr geehrter Herr Vorsitzender des Gerichtsrates, sehr geehrte anwesende Mitarbeitende des Parlamentsdienstes, sehr geehrte Medienvertreterinnen und Vertreter, werte Damen und Herren Gäste zu Hause vor den Bildschirmen. Länger Gediente unter Ihnen erwarten zu Beginn der Schlussrede Kennzahlen, die für ein Präsidialjahr signifikant sind. Zwei der von mir erlebten Vorgänger im Amte haben über die Zunahme ihrer Biomasse berichtet. Ich bin heute Morgen auf die Waage gestiegen, ich habe nichts zu berichten. Mehrere haben Rechenschaft über die Zahl der besuchten Anlässe abgelegt. Dass diesbezüglicher Rekordhalter Joël Thüring ist, mag Sie nicht überraschen. Falls ich den Ehrgeiz gehabt hätte, ihn zu übertreffen, hätte ich dies aufgrund eines Amtsantrittes mitten im zweiten Lockdown vergessen müssen. Ich präsentiere Ihnen daher eine neue Kennzahl. Die Anzahl Worte meiner Redemanuskripte, einschließlich Antritts- und Schlussrede und der Rede von heute Abend und der schon vorbereiteten Ansprachen bis Ende des Amtsjahres. Meine Assistentinnen haben, Stand 14. Januar 2022, 10:30 Uhr, genau 14.906 Worte getippt. Ich bin wie Sie darauf gespannt, ob sich diese Kennzahl in den nächsten Jahren durchsetzen wird. Die langen Stunden, in denen ich schweigend oder bezüglich Masken ermahnend die Plenumssitzungen verfolgt habe, waren Gelegenheit, um über einige von Ihnen oft verwendete Begriffe und Formulierungen zu sinnieren. Zudem haben Ihre Debatten bei mir assoziativ aus dem Unterbewusstsein einige Begriffe und Themen heraufgespült. Von diesen habe ich willkürlich folgende 7 herausgegriffen. Nummer 1. Dieses hohe Haus. Wenn in diesem Saale oder im Rathaus die Worte dieses hohe Haus ausgesprochen werden, so geschieht dies oft in einem bedeutungsschwangeren Ton. Zum Ausdruck gebracht wird, dass ein gewisses Verhalten dem Großen Rat nicht würdig sei oder dass die Regierung frühere Entscheide missachte. Dass ein Parlament sich in Häuser gliedern kann, wissen wir von der Mutter aller Parlamente. Dieses kennt das Ober- und das Unterhaus. Dass im englischen Sprachgebiet ein Parlament als High House bezeichnet wird, ist mir nicht bekannt. Hingegen richtet in London der High Court of Justice. Ob dieser in den Parlamentssitzungen vertreten ist, weiß ich nicht. Es wäre wohl der Supreme Court. In Deutschland und in Österreich scheint diese Redewendung mindestens seit der Mitte des 19. Jahrhunderts gebräuchlich zu sein. Der deutsche Publizist Roger Willemsen hat über sein Jahr als Zuhörer im Deutschen Bundestag unter dem Titel »Das Hohe Haus – ein Jahr im Parlament« berichtet. Das Parlamentsmagazin des ORF nennt sich »Hohes Haus«. In Wien wird offensichtlich auch das Gebäude, das das österreichische Parlament beheimatet, als »Hohes Haus« bezeichnet. Meine Anfrage an das Infoteam der Parlamentsdirektion in Wien zur Herkunft des Begriffes wurde innert Tagesfrist beantwortet. So war bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein die Anrede hoch als Ausdruck der Referenz nicht nur für das Parlament, sondern auch für andere Institutionen, zum Beispiel Hohes Ministerium. Ich hätte somit hier den Hohen Herrn Regierungspräsidenten begrüßen können oder Persönlichkeiten allgemein üblich. Die meisten dieser Höflichkeitsformen sind verschwunden, der Begriff Hohes Haus ist erhalten geblieben. Die Weiterverweisung in dieser Auskunft auf
aus Wien auf den entsprechenden Eintrag im Grimmschen Wörterbuch führt uns ein Fortsetzungsroman von Christoph Martin Wieland aus den Jahren 1774 bis 1780. Dort führte der Philosoph Korax aus, dass er die Aufmerksamkeit des Hohen Senats nicht ohne Not mit arithmetischen Subtilitäten ermüden wolle. Ausgesprochen hat er dies bei den Abderiten, die als antike Schildbürger gelten. Da ich aber unbedingt vermeiden will, dass sie zukünftig bei jeder Erwähnung dieses Hohen Hauses an Schilda oder Seldwyla denken, schließe ich diesen Exkurs. Zweitens, auf dem Bock. Auch bei uns wird der Sitz, den ich heute zum letzten Mal inne hätte, falls wir im Rathaus wären, als Bock bezeichnet. Dazu findet sich im Lexikon des Kantonsrates Zürich unter dem Stichwort Spitznamen im Parlament Folgendes. Der Bock bezeichnet den Sitz der Präsidentin oder des Präsidenten. Er thront an der höchsten Stelle im Ratssaal wie ein Steinbock über allem anderen. Die Sitzreihe vor ihm, das wäre jetzt rechts von mir, heißt Vorbock. Diese Bezeichnung für die Reihe vor dem Präsidium hat sich bei uns noch nicht durchgesetzt. Der Zürcher Kantonsrat kennt auch einen Esel. So wird das Drehbuch bezeichnet. Dieses soll dem Präsidium die nötige Sicherheit geben, um im gemütlichen Trott eines Esels durch die Sitzung führen zu können. Es stellen sich für mich nun zwei Fragen. Bei der Beratung des Jagdgesetzes wollte ich meinen Sitzplatz in Hochsitz umtaufen. Ob der Rollentausch vom zu jagenden Steinbock zum Jäger in einem Parlament wohl zulässig ist? Zweite Frage. Ist der gemütliche Sitzungsleitungstrott eines Zürcher Esels gleichbedeutend mit dem Galopp seines Baser Pendants? Dritter Begriff, Paradigmenwechsel. Gewisse Begriffe haben bei uns von Zeit zu Zeit Hochkonjunktur. Manchmal werden alle möglichen Projekte als Leuchtturmprojekte charakterisiert. Das Bild des Leuchtturms ist auch im Binnenland Schweiz leicht verständlich. Ich erinnere mich gerne an die anschaulichen Erläuterungen von Sascha Mazzotti vor einigen Sitzungen. Zurzeit wird oft verkündet, mit einem bestimmten Beschuss werde ein Paradigmenwechsel vollzogen. Dieser Begriff ist für mich nicht so selbstverständlich wie der Leuchtturmvergleich. Ich habe daher zum in Basel erschienenen historischen Wörterbuch der Philosophie gegriffen und den Artikel zum Stichwort Paradigma überflogen. Da ich davon ausgehe, dass die Kolleginnen und Kollegen, die bei uns vom Paradigmenwechsel sprechen, sich am ehesten auf The Structure of Scientific Revolutions von Thomas Samuel Kuhn berufen, bin ich beim Schlussabsatz des besagten Artikels hängen geblieben, der auszugsweise wie folgt lautet. Während die holistische Betrachtung ganzer Theorien systematisch mittlerweile weitgehend akzeptiert wird, lässt das Kuhnsche Konzept des Paradigma und insbesondere dessen Rezeption in Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte die Perspektive der vernünftigen Entwicklung der sich ablösenden Paradigmata selbst allerdings vermissen, sodass über dem Aspekt der wissenschaftlichen Revolution die Möglichkeit der rationalen Beurteilung eines Fortschritts in den Wissenschaften verloren zu gehen droht. Diese Aussage verleitet mich zur Zwischenfrage, ob damit auch gesagt ist, dass die Möglichkeit der rationalen Beurteilung eines Fortschritts in der Politik verloren zu gehen droht. Ob ich diese Frage demjenigen Mitglied des Großen Rates stelle,
das als erstes im neuen Legislaturjahr von einem Paradigmenwechsel spricht, lasse ich offen, Sie dürfen sich aber vorbereiten. Trostpreis, den habe ich vorher bei meinem Umzug nicht erhalten. Bei der Begründung einer meiner recht seltenen Stichentscheide habe ich etwas flapsig von einem Trostpreis gesprochen. Ich habe meine Stimme so in die Waagschale geworfen, dass ein Antrag des Lagers obsiegte, dem ich gewöhnlich nicht angehöre. In meiner Beurteilung war der Antrag harmlos. Eingefügt wurde ein Verweis auf Bestimmungen zweier Gesetze, die auch ohne diese Änderung zur Anwendung gekommen wären. Einen Stichentscheid zu fällen, ist kein Privileg. Unser Präsidium verfügt nämlich nicht über eine Doppelstimme. Vielmehr darf es nur dann stimmen, wenn eine Pattsituation eingetreten ist. Und die Stimmabgabe sollte erst noch begründet werden. Wird die Stimme so abgegeben, wie es die eigene Fraktion empfiehlt, so folgt der Vorwurf sogleich, es fehle am präsidialen Blick für das größere Ganze. Eine Abweichung von der Auffassung der eigenen Fraktion löst ebenfalls nicht gänzlich enthusiastische Reaktionen aus. Der wesentliche Vorteil eines Stichentscheides ist aber folgender. Das Risiko des Falschdrückens ist zu 100% ausgeschlossen. Fünftens, Filibuster. Kurz vor 22 Uhr kündigte ich in der Nachtsitzung vom 17. November 2021 an, diese, wie ich es auch bei vorherigen Nachtsitzungen getan habe, etwa 22.30 Uhr abzubrechen. Es folgte sodann der obsiegende Ordnungsantrag, die Sitzung bis 23 Uhr fortzuführen. Klar war, dass sich das eine politische Lager aufgrund der aktuellen Präsenzen im Ratssaal gewisse Vorteile versprach. Die Retourkutsche durch zahlreiche Voten der anderen Ratsseite bei nicht sehr kontroversen Geschäften folgte prompt. Zu den Traktanden, deren Behandlung die Sitzungsverlängerung ermöglichen sollte, kamen wir nicht mehr. Nach Sitzungsabschluss wurde mir gesagt, mein Lächeln und nicht mein Blick während der Sitzungsverlängerung sei nicht auf Gefallen gestoßen. Auf Social Media war die Rede von einem Filibuster. Wenn wir unsere dilatorischen Taktiken mit den Filibustern, die wir vom US-Senat kennen, gleichsetzen, sind wir größenwahnsinnig. So debattierte der Senat im Frühjahr 1964 während 60 Tagen, einschließlich 7 Samstagen, den nachher berühmt gewordenen Civil Rights Act. Damals brauchte es für die Beendigung einer Debatte 67 von 100 Senatoren. Diese Mehrheit, bestehend aus 27 Republikanern und 44 Demokraten, wurden am 10. Juni 1964 erreicht. Vor einer entsprechenden Regeländerung musste im Senat nicht zur Sache gesprochen werden. So diktierte der aus All the King's Men bekannte Senator Huey Long Kochrezepte ins Protokoll und erklärte im Detail die Zubereitung von Austern. In der Theorie könnte eine entschlossene Minderheit unseres Parlaments, die jeweils einen Antrag auf Schließung der Rednerliste abwehren könnte, die Behandlung eines Geschäftes wesentlich verzögern. Ich erinnere an den Einsatz von Zwischenfragen, an Votanten des eigenen Lagers und an zweite Voten. Auf eine Berechnung der maximalen Verlängerung der Debatte habe ich aber verzichtet. Wie Korax will ich Sie nicht langweilen mit Arithmetik. Bei uns wird die Möglichkeit des Filibustern nicht gleichgesetzt mit dem Recht einer Minderheit, Beschlüsse zu verhindern. Wir greifen zum Filibuster, um sobald als möglich die Abstimmung mit einer leicht anderen Mehrheit zu erreichen. Dies ist legal und in Maßen auch legitim.
Die Sitzungsleitung muss aber einschreiten, wenn nicht zur Sache gesprochen wird. An der Nachtsitzung vom letzten Mittwoch erlebten wir, dass auch das Gegenteil eines Filibusters eintreten kann. Im gestreckten Galopp erledigten wir im Schlussspurt zwischen 22 Uhr 39 und 30 Sekunden bis 22 Uhr 48 Uhr 12 persönliche Vorstöße. Falls sich dieser Vorgang wiederholen sollte, wäre dafür ein eigener Begriff zu prägen. Ich denke zum Beispiel an Tomieren oder an den Sonderzug nach Moskau. Thema Nummer 6. Stillschweigend gleich einstimmig. Frau Stumpf hat das heute Morgen so formuliert. Das wusste ich vorher noch nicht, aber es ist eine gute Einstimmung in diese Ausführungen. In der letzten Minute einer Nachmittagssitzung wird ein Anzug stillschweigend überwiesen. Eine Minute oder eine Sekunde später teilt der stolze Erstunterzeichner per Social Media Tausenden mit, sein Vorstoß sei einstimmig überwiesen worden. Ist dem so? Meine typische Juristenantwort lautet, es kommt darauf an. Ein Vorstoß mag so überzeugend sein, dass wirklich jede und jeder aktiv Ja gestimmt hätte, wäre es zur Abstimmung gekommen. Denkbar ist auch, dass die wenigen, die Nein gestimmt hätten, angesichts der Aussichtslosigkeit des Widerstandes darauf verzichtet haben, den Befürworterinnen und Befürwortern eine Plattform zu bieten. Und es mag manchmal auch vorkommen, dass ein bestreitungswilliges Mitglied unseres Parlaments schlicht seinen Einsatz verpasst hat. Internationale Organisationen wie die WTO kennen die Beschlussfassung durch Konsens. Dies wird wie folgt definiert: A consensus is reached if no member formally objects to a decision. Diese Definition kann auch auf unsere stillschweigenden Beschlüsse angewendet werden. Ich will daher die Ausgangsfrage so beantworten. Stillschweigen kann nicht automatisch mit einstimmig gleichgesetzt werden. Präziser wäre die Charakterisierung solcher Beschlüsse als solche, die widerstandslos gefasst wurden. Über die Social-Media-Tauglichkeit einer solchen Differenzierung mache ich mir keine Illusionen. Und zum Schluss darf Lenin zitiert werden. Die Petitionskommission berichtete über die drohende Schließung der Basler Hauptpost. Ein Votant äußerte, Lenin als großer Bewunderer der Post in seinen Exiljahren würde sich wahrscheinlich im Grab umdrehen. Die Antwort kam postwendend vom nächsten Votanten. Es sei nicht der richtige Weg zur Rettung der Hauptpost, mit einem Massenmörder zu argumentieren. In Erinnerung an diese Kontroverse fragte ich das Orakel Google. Gemäß Bernhard Degen im Historischen Lexikon der Schweiz bewunderte Lenin Schweizer Einrichtungen wie Bibliotheken, die Post, die medizinische Versorgung oder den Sprachenföderalismus. Einen Verweis auf eine Fundstelle fand ich bei Degen nicht. Google förderte aber auch die Schrift von Michael Brie aus dem Jahre 2017 mit dem Titel Lenin neu entdecken zutage. Dort findet sich im Abschnitt zu Lenins Jahren in der Schweiz folgendes Lenin-Zitat. Ein geistreicher deutscher Sozialdemokrat der 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts bezeichnete die Post als Muster sozialistischer Wirtschaft. Das ist durchaus richtig. Gegenwärtig ist die Post ein Betrieb, der nach dem Typ des staatskapitalistischen Monopols organisiert ist. Doch der Mechanismus der gesellschaftlichen Wirtschaftsführung ist hier bereits vorhanden. Man stürze die Kapitalisten, man breche mit der eisernen Faust der bewaffneten Arbeiter den Widerstand dieser Ausbeuter und wir haben einen von dem Schmarotzer befreiten
technisch hochentwickelten Mechanismus vor uns, den die vereinigten Arbeiter sehr wohl selbst in Gang bringen können. Ich gehe nicht davon aus, oder unterschätze ich die marxistisch-leninistische Grundschulung des Erstvotanten, dass dieser dieses Zitat in seinem Kopf hatte, und kehre zur Ausgangsfrage zurück. Lenin darf in unseren Debatten so zitiert oder referenziert werden, wie es der besagte Votant getan hat. Lenin darf aber auch so tituliert werden, wie es der Zweitvotant getan hat. Wenn ich nun Alea Jagter est in die Runde werfe, so wird mir wohl kein oder fast kein Mitglied dieses Hohen Hauses vorwerfen, ich wolle damit die zweifellos vorhandenen dunklen Seiten von Julius Caesar verharmlosen. Vielmehr würden Sie denken, ich wolle zeigen, dass mir vom Lateinunterricht etwas geblieben ist oder andeuten, dass auch ich Asterix gelesen habe. Wenn ich mich aber auf eine noch immer fast zeitgeschichtliche Person wie Lenin beziehe, darf ich mich nicht allzu sehr wundern, wenn diese Referenzierung als Identifikation mit dem gesamten Wirken dieser Person zu Recht oder zu Unrecht ausgelegt wird. Abschließend habe ich die große Freude, mannigfaltigen Dank auszusprechen. Meiner Statthalterin Jo Verscha und allen Mitgliedern des Ratsbüros, sie haben mich stets unterstützt und den einen oder anderen Tipp gegeben, den ich gut gebrauchen konnte. Ohne den Parlamentsdienst wäre ein Präsidialjahr nicht bewältigbar. Ein besonderer Dank gilt Beat Fluri, Sabine Kanton, Tamara Laskalea, Eva Gschwind. Sie sorgen aktiv dafür, dass das jeweilige Präsidium das tut, was es tun sollte. Ob es nur das tut, das ist dann eine andere Frage. Vorzuheben ist auch Frau Raymond Morf Lange. Sie hat einen sehr wesentlichen Beitrag zur Organisation unserer Großratsreise geleistet. Meinen Großratskolleginnen und Kollegen danke ich für das Privileg, dass ich ein Jahr lang den Steinbock spielen durfte. Meinen Kolleginnen und Kollegen bei Fischer gilt der Dank, sie haben mir den Rücken freigehalten. Meine Nummer 1 Klientschaft in diesem Jahre war der Große Rat. Meine Assistentinnen haben geduldig und sorgfältig meine Ansprachen zu Papier gebracht und subtil meine Flüchtigkeiten abgemildert. Zuletzt danke ich herzlich Beatrice und meiner ganzen Familie. Sie mussten insbesondere meine präsidialen Stimmungsschwankungen miterleben und tragen. Dass das Schicksal mir die Auszeichnung, der einzige Großratspräsident seit 1904 zu sein, der nie eine Sitzung im Rathaus präsidiert hat, erspart hat, dafür bin ich sehr dankbar. Ich bin aber bis heute der einzige Präsident seit 1904, der sowohl Antritts- wie Schussrede im Exil gehalten hat, zum Glück immer auf Basler Boden. Ich hoffe sehr, dass die Frau Statthalterin als Präsidentin bald für unser Parlament unwiderruflich den Freedom Day verkünden kann. Da ich keine Abstimmungen mit dieser Rede hinausgezögert habe, kann diese nicht als Filibuster qualifiziert werden. Dass sie auch keinen Paradigmenwechsel bedeutet, mag für sie ein Trostpreis sein. Vom virtuellen Bocke dieses Hohen Hauses aus beendige ich nun diese Ansprache, in der ich Lenin zitiert habe, und schließe hiermit die letzte Sitzung des ersten Amtsjahres der 44. Legislatur des Großen Rates des Kantons Basel-Stadt. Ihrem Stillschweigen entnehme ich, dass Sie diese Feststellung einstimmig respektive widerstandslos gebilligt haben. Sie hatten ja auch keine andere Wahl.
Ich danke Ihnen vielmals. Ich hoffe, dass wir uns in ein paar Minuten, 20 Minuten, einen Stock höher nochmals treffen zu dem verkürzten Alternativschussabend und nochmals offiziell zu Protokoll. Es war mir wirklich eine sehr große Ehre, dieses Jahr mit Ihnen in dieser Funktion verbringen zu können. Und ich freue mich, nächstes Jahr wieder in Reih und Glied zu treten und unter der Frau Statthalterin dienen zu dürfen. Damit bimmle ich noch einmal und schließe endgültig. Thank you.